Wieso ist das Spiel To The Top so erfolgreich, obwohl die Spielmechanik so einfach gehalten ist? Hi und herzlich willkommen bei den Programmers. Ich bin Soraya und ich bin heute hier mit der Expertin Anissa. Es freut mich, hier dabei zu sein. Heute präsentieren wir euch das Spiel To The Top. Anissa, willst du uns das Spiel kurz vorstellen und uns erzählen, worum es sich handelt? Ja, also das Spiel To The Top ist ein Parcoursspiel, in dem man sich durch das Keifen fortbewegt. Es hat verschiedene Level, die verschieden schwierig sind. Wie ist die Spielwelt gehalten? Die Umgebung ist sehr schlicht gehalten. Die Farbe Blau ist für das Klettern sehr wichtig, währenddessen die Hindernisse meistens graue Formen sind. Wie funktioniert die Steuerung? Also wir haben es mit der HTC Vive ausgetestet. Man greift die blauen Felder, indem man die Hintertaste drückt. Wenn man die Hintertaste wieder loslässt, springt man in diese Richtung, wo man gerade hinschaut. Bestimmt gibt es in dem Spiel nur einen Weg, um ins Ziel zu kommen. Nein, es gibt auch mehrere Wege und je nachdem, welchen Weg du nimmst, kommst du auch schneller ans Ziel. Kennst du ein ähnliches Spiel wie To The Top? Ja, das Spiel erinnert mich an Mirror's Edge, weil es auch ein Parcoursspiel ist. So Leute, das war das Video. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert und aktiviert die Glocke. Tschüss!